Also, hallo, mein Name ist Coco Burilli, ich bin 27 Jahre alt. Ach, 27, ich werde in diesem Jahr im April 28. Ja, mein Name ist Coco Burilli, ich bin 27 Jahre alt, komme ursprünglich aus dem Senegal, bin aber in Wien aufgewachsen. Ich lebe hier seit meinem vierten Lebensjahr. Ja, bin glücklich verheiratet, habe eine mittlerweile 9 Monate alte Tochter. Und ja, und hauptsächlich werde ich auf meinem Kanal über verschiedene Themen einfach sprechen, also Sachen, die mich interessieren, Sachen, die ich gerne einfach teilen würde oder wo ich denke, das interessiert jemand anderen auch. Deswegen ja, verschiedene Sachen einfach, die mich interessieren, habe ich zumindest vor. Und genau, weshalb ich überhaupt zum Filmen oder keine Ahnung, genau, oder weshalb ich heute hier sitze, ist, dass ich mir vor 3 Jahren eine Kamera gekauft habe, um eigentlich zu fotografieren, habe auch ein paar Fotos dann immer wieder gemacht. Und dann vor 2 Jahren habe ich dann mal ein DIY-Augenbrauen-Wimpernverlängerungsserum gemacht und das dann gefilmt. Das war ziemlich lustig, weil da habe ich nicht gewusst, wie man filmt, das mit dem Ton und so weiter. Und das hat mir eigentlich dann ziemlich Spaß gemacht. Wie gesagt, ich habe diese 2 Videos vor 2 Jahren aufgenommen und jetzt, 2 Jahre später, oder fast 3 Jahre später eigentlich, habe ich eigentlich geschafft, mir die Zeit zu nehmen, um zu verstehen, wie man Videos schneidet oder Musik hinterlegt. Noch immer kein Profi, aber zumindest ein wenig, so dass ich die hochgeladen habe. Und ja, das hat mir eigentlich ziemlich Spaß gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, oh, mein Baby schreit im Hintergrund beim Papa. Dann habe ich mir gedacht, warum mache ich das nicht? Weil es macht mir ziemlich Spaß und ich rede eh so gerne. Und es gibt einfach Sachen, wie gesagt, die teile ich gerne. Zum Beispiel, ich liebe Düfte, da kann ich einfach mal zeigen, was für Düfte ich habe und so weiter. Also wie gesagt, ich habe jetzt kein bestimmtes Thema, sondern einfach das, was in meinem Alltag passiert oder Sachen, wie gesagt, die mich interessieren. Die ich gerne teilen mag. Ja, wie gesagt, verschiedene Sachen. Und ja, falls euch das gefällt, könnt ihr ja immer wieder mal auf meinem Kanal vorbeischauen und vielleicht ist jemandem was dabei. Genau, was ich auch noch sagen wollte, ist, dass ich vielleicht habe ich vor, ein bisschen auch chemische Sachen zu machen, weil ich habe eine chemische Ausbildung, arbeite im Labor, in der Qualitätskontrolle, in einer Pharmafirma. Aktuell bin ich in Karenz, aber sonst, wie gesagt, arbeite ich im Labor und vielleicht kann ich dann so meine chemischen Kenntnisse auffrischen, indem ich auch hier vielleicht Leuten oder die das gerade notwendig haben, Sachen sage oder erzähle. Das heißt, falls jemand irgendein Thema für Chemie hat, was ihn, sie, wie auch immer interessieren würde, dann kann er das gerne mir eine Nachricht hinterlassen per E-Mail oder in den Kommentaren kann man auch kommentieren. Ja, na gut, das bin ich. Ich bin die Kuma. Ich werde auch vielleicht ein paar Sachen übers Baby, also oder Mami sein, reden, sagen. Oder zeigen, ja. Wie gesagt, einfach mal schauen. Man muss sich nicht alles ansehen, aber vielleicht ist für den einen oder anderen was dabei. Und ja. Tschüss! Was ich noch vergessen habe zu erwähnen in dem Video ist, dass ich auf meinem Kanal Playlisten erstellt habe und dort dann überall, also das jeweilige Thema speichere. Also da habe ich eine Übersicht. Also falls jemand dann nur ein bestimmtes Thema interessiert, das auf diese Playlist klicken kann und das die dazugehörigen Videos dort findet.